Hallo, ich bin Clemens Meyer. Wir sind hier auf dem Heslerhof im Allgäu. Hallo, ich bin der Christoph. Ich bin der Sohn von Clemens. Also mein Vater hat zusammen mit seinem Bruder den Hof hier eigentlich aufgebaut. Von 1999 ab die Biogasanlage. Es war damals sehr außergewöhnlich, dass man so eine Anlage gebaut hat. In Deutschland konnten die Biogasanlagenbetreiber an zwei Hände abzählen und haben dann die Anlage im Laufe der Zeit einfach so entwickelt. Eigentlich ist nahezu keine zwei Jahre vergangen, wo man nicht irgendwas investiert hat, erweitert hat, erneuert hat. Also wir sehen das auch bei uns auf dem Heslerhof als Gesamtkonzept. Das heißt Mineraldüngeraufbereitung. Weil wir hier fast nur Grassilage vergären, haben wir ein Riesenthema, was die 170 Kilo Stickstoffgrenze anbelangt. Dann haben wir damals die Gärresteverdampfung installiert. Dann haben wir uns letztes Jahr entschieden, den großen Schritt zu machen, richtig zu flexibilisieren, also mit großem Gasspeicher, Wärmepufferspeicher und den 420er Jenbacher. Wir haben uns für den Jenbacher 420 entschieden, weil er einfach pro erzeugter KW die niedrigsten Wartungskosten hat, die professionellste Ausführung und ein super rundes Konzept. Und durch das, dass wir im Jenbacher gleich jetzt mit SCR-Cut und Harnstoff fahren, haben wir sogar die Emissionen an unserem Standort gemindert. Also mit ein entscheidender Grund, dass wir diese große Investition gemacht haben, war, dass wir den als regeneratives Speicherkraftwerk sehen, unsere Biogasanlage. Das heißt, wir können zu den Zeiten, wo Wind und PV keinen Strom machen, den Strom einspeisen. Aktuell im Rückblick für uns, müssen wir sagen, haben wir genau die steigenden Preise mit ausgenutzt, was die Strombörse aktuell hergibt. Und ich kann es nur jedem empfehlen, die Tendenzen, wie sie derzeit von den Fachleuten alle gesehen werden, ist eigentlich nur steigend in dem Bereich, dass wir diesen regelbaren Speicherstrom brauchen. Es läuft so, wie wir uns das vorgestellt haben und wir sind in Zukunft sehr gut damit aufgestellt. Wir haben hier auf dem Heslerhof ja nicht nur auch Maschinen, sondern wir haben ja auch Tiere. Wir haben 80 Milchkühe und haben sogar auch noch Alpakas. Ja, also ich würde den Hof hier mal übernehmen. Und klar, ich freue mich auf die Zukunft hier auf dem Heslerhof. Ideen gehen wir uns nicht aus. Es wird auf jeden Fall spannend in Zukunft und wird super. Ja.